So, moin moin auch und willkommen zurück bei Seth Forest. Wieder mit dabei, Teufelsfeuer. Akazia. Und der brennende Nastus. Ja, wir legen los und gehen einfach mal weiter. Halt, 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 Ah, halt. halt, 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 halt. Hier Bombe. Hier Bombe. Aha. Lauf. Ich glaube, ich habe vergessen, den Stab anzuzünden. Ich glaube auch. Das schneiden wir raus. Das ist ja peinlich. Dann mal auch den Stab Irgendwie nicht hast du das Ding angezündet. immer noch in der Hand. Ich habe den Stab wieder nicht angezündet. Das bleibt Ich unter glaube, mir ist uns. gerade ein Felsbrocken ins Gesicht gefallen. Du wirst es nicht glauben, hier geht's noch tiefer. Okay, das war so nicht geplant. Ich dachte, da wäre vielleicht was Tolles hinter. Fotos, Bibeln, Toter. Aha! Das kommt mir bekannt vor. Ja, aber so tief. Naja. Einfach nur so, weil ich es kann. Okay. Oh, wie schön. Ach du Scheiße. Oh Mann. Also ich habe noch eine Stange Dynamit. Hans, die Kleinen sind weg. Irgendwelche Kampfvorschläge? Wir gehen natürlich runter, ne? Warte, noch nicht. Da fliegen Einzelteile. Aber zwei stehen da immer noch. Die sehen nur so ein bisschen aus, als wenn die gar sind. Halb gar. Ja, das sieht aus, als wenn das jetzt, das sollte es gewesen sein. Das war's. Welch wieder toll. Wie du hast geworfen, erotisch deine Dynamit. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wo lang. Erstmal hier, weil hier ist Ich hell. auch nicht. Was ist das? Ey, hier hängt was zum Klettern. Hey, ich werd verrückt. Wir haben jetzt so einen Kletterhaken gefunden. Hör auf, mich anzuzünden. Wo hast du den gefunden? Ja, hier an der Wand steckt der. Ich bin der Klettermax. Krass. Linke Maus, lass wieder loslassen. Die Frage ist, ob man hätte jetzt erst da unten gucken sollen. Zur anderen Richtung. Wir wollen jetzt hier erstmal weiter. Wo bist denn du lang geklettert? Ich sehe nichts. Ja, du musst auch einfach mal loslassen. Ich Oh! kann nicht. So, ich lasse doch Link, alles linke los. Maustaste. Weder links noch rechts geht. Das sieht auf jeden Fall echt albern aus. Krabbel mal nach rechts weiter. Und jetzt ein bisschen höher. Ach, da krabbelt ja noch was. Da läuft ja jemand rum. Ja, natürlich, die kämpfen gegen mich. Wenn du gar nichts anderes zu tun hast, kannst du auch mitmachen. Du kannst jetzt irgendwie mal loslassen.
Drück mal E oder linke Maustaste. Ah. Also ich hab's geschafft. Wie gesagt, ich frage mich, ob wir auch zur anderen Seite hätten auch noch gucken müssen. Weil das hier kenne ich ja gar nicht. Wir gehen jetzt einfach weiter. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ich glaube, das war's. Ah, lieber nochmal. Ah, daneben. Okay. Sind wir jemals geklettert in diesem Spiel? Nein. Definitiv nicht. Aber die Höhle mit dem Licht kam mir bekannt vor. Da hätten wir erst nach links weitergehen sollen, bevor wir hochklettern. Kann sein. Hier ist ein Wandersmann. Wappa! Ey, Fischi, Fischi. Ich hab nichts gefressen. Kannst reinspringen. Wir brauchen Licht. Ohne geht nicht. Wir müssen jetzt immer gucken, wenn es nicht weitergeht, ob man auch klettern kann. Man kann dann auch klettern. Hier, da geht es nämlich hoch. Jetzt frage ich mich langsam wirklich, wenn wir hier rausklettern, ob wir nicht hätten vor zu der anderen Seite gehen müssen, Nina. Oder wir gucken, wo wir rauskommen und laufen dann nächstes Mal hier wieder rein. Ja, würde ich sagen, ne? Ist das spannend? Ich sehe nichts. Okay. Was ist das für eine Kiste? Das ist so Fail. Ich schätze mal ein bisschen nach rechts. Jo. Achso, mit E übrigens, ne? Okay. Weißt du was? Das sieht aus wie ein Ausgang. Ich zieh mal nach oben. Ich bin dran. Bidi, bidi, bidi. Tatsächlich, das ist ein Ausgang. Dann hätten wir erst zur anderen Seite gehen sollen. Okay, Ausgang. Hier sind Zelte. Sag mal, könnte man jetzt hier nicht auch eine Stelle irgendwie einrichten? So ein Lager? Mit Sicherheit. Wollen wir es nicht machen? Das können wir tun. Moment. Wir berisieren. Was brauchen wir denn dafür? Das Zelt hält ja nicht wirklich lange, aber das andere dauert zu lang, ne? Das muss ja nicht lange halten. Small Cabin können wir auch machen. Achtung! Das geht ja ums Abspeichern, ne? Ja. Ich habe mir wehgetan, als ich ihn gehauen habe, du Scheiß. Bäh, widerlich. Also nur Zelt zum Abspeichern, oder wie? Ja, würde ich sagen. Tschüss. Oh Mann. Oh Gott, nein!
Oder können wir das auch unten hinstellen, das Zelt denn? Da bringt ja nichts. Jetzt habe ich sie oben schon. Ja, geht ja nicht unten, haben wir die Materialien ja gar nicht dann. Aha! Tada! Tada! Ja, würde ich das sagen. Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war was? Sehen wir jetzt ja, ne? Ja, dann lass uns doch hier ein bisschen umgucken eben noch. Dann speichern wir hier und gehen nächstes Mal dann wieder in die Höhle rein. Wollen wir mal eben vorspulen, dass es Tag wird? Ach so. Wird doch schon hell. Ja, ich merke gerade. Das ist erstmal so ein bisschen orientiert, wo wir überhaupt sind hier. Das ist ein See. Das ist ein Fluss. Niemand mag Klugscheißer. Ich dachte, du magst mich. Du hast mich in der Höhle bestimmt 20 Mal angezündet. Du bist mir auch jedes Mal in die Axt gelaufen. In die Axt schon. Jetzt weiß ich, was als nächstes mit mir passiert. Nee, also ich habe hier keine Orientierung. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wo man hier ist. Das ist das Schneegebiet. Guck mal, da ist. Da wird kalt. Ah, oh, verdammt und zugenäht. Noch eins und drei. Aua. Was ist denn da? Wie heile ich mich denn jetzt nochmal? Also, ich habe drei gedrückt. Da habe ich mich geheilt. Ich weiß nicht, ob ich Alkohol getrunken habe oder Tabletten nämlich reingekippt habe. Ach, diese Blumen, die man sammelt, die kann man essen. Das habe ich ja vorgehalten. Mir geht's gut. Sehr schön. So. Ja. Okay, wir laufen weiter. Ist die Frage Schneegebiet? Das ist wahrscheinlich ungesund für uns, ne? Ey, was ist denn? Oh, ein Krokodil. Ich wurde gefressen. Ja, auf diesem Wege brauche ich denn doch eine neue Mitspielerin. Da meine sich mit Krokodilen an. Bist du Krokodil Nina? Krokodil Nina? Nein. Ich hoffe ja wohl, du machst dieses Ledervieh kaputt, machst mir eine Handtasche und holst mich sofort wieder. Mhm. Ich überlege nur gerade die richtige Strategie. Echt? Geh weg! Geh weg! Feuer draufhauen, anzünden und köpfen. Ach, leider ist er. Ah! Oh! Oh Gott, ist er schnell! Wo ist er? Siehst du, wo er ist? Ich bin dann mal im Flugzeug. Ja, du musst aber wieder hierher kommen, ne? Ja, natürlich muss ich das. Ich bewache diese Stelle hier. Ja, was soll ich denn machen? Das hätte mich doch gefressen. Auf tödlichste Art und Weise wahrscheinlich wieder gekaut. Mein Rucksack liegt aber da. Wo? Das Krokodil war. Ja, dann. Das lass dir nicht gefallen. Komm sofort zurück. Mensch, wie spannend. Und ich dachte schon, passiert gar nichts. Jesus, welches das war. Aha! Eine Höhle. Ich hab dich gerecht, furchtbar und blutig. Ich hab Krokodilhaut. Und ich hab Krokodilkopf. Ich bewahre ihn für dich auf. Oh nö. Was denn? Ich schmeiß ihn dir hier bei deiner Tasche hin. Uck. Das machst du nicht nochmal, die arme Nina essen. Weißt du, wie viel Kalorien die hat? Bist du des Wahnsinns? Unglaublich. Bist du schon gleich da? Boah, ich bin scheiße, ich bin hier gerade im Dorf. Crocodile Nina. Ich weiß gar nicht, was mit. Also, die halten wirklich nur einen gezielten Schlag aus, ne?
Ich meine, ich kämpfe blutig um mein Überleben. Stealth Armor? Wie macht man das denn? Nicht mit Stoff. Da auch nicht mit. Da auch nicht mit. Nein. Wahrscheinlich Knochen, schätze ich mal. Kann man auch so anziehen, sehe ich gerade. Rannt hier nicht einer rum? Ja, hier bei mir. Wie weit bist du denn weg? Ich mache hier nicht weggehen, oder du siehst du deine Tasche? Oh mein Gott, 5 Leute. Also so ein Krokodil, du brauchst jetzt nicht die ganzen Leute mitbringen. So ein Krokodil war wirklich jetzt nur One-Hit. Aha, ich sehe dich schon. Also flink bist du ja, ne? Oh Mann, scheiße. Du hast schon wieder keine Möppis. Auch noch Ansprüche stellen. Du, von deinen Leuten, die dich verfolgen, sehe ich aber nichts. Du solltest wirklich aufhören zu trinken. Oh, eine Arschkatze. Kannst du das nochmal sagen? Nein. So erotisch vielleicht, so Urschkatzel. Na, so, du kommst mal mit und verteidigst mich gerade dann nur ein Krokodil. Guckst du mich mal an, kurz? Hast du dich mit Leder beklebt? Ja, ich dachte, du stehst da drauf. Ich habe ganz viele Krokodile extra geschlachtet. Ich bin mit dem Thema mit der Peitsche noch nicht durch. Ach so. Ich verstehe. Ich bin aber auch schick. Toll. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Zelt und speichern und dann gehen wir noch schlafen. Aha. Ich kann mich noch mehr kleiden. Das ist eine schöne Rüstung, die man sich hier baut. Aus den Krokodilen. Wenn man sich nicht gerade fressen lässt. Ne? Tja. Hast jetzt noch mal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken? Oh, Blümchen. Da kann man sich heilen. Ich pflück immer die ganzen Blumen. Wenn es drauf ankommt, kann man die essen. Das ist aber ein schönes Zelt gebaut, Nina. Ich bin maßlos begeistert. Auch. Ja. Das will ich auch hoffen. Oh, da steht einer. 2. Warum hält denn der so viel aus? Also die Rüstungen sind gut. Wir müssen unbedingt mit diesen Knochendingern arbeiten. Lass die Piepmanns in Ruhe. Hat der gerade geheult? Ja, ich habe ihn aus Versehen, also an so einer bestimmten Stelle die Axt hingeschwungen. Ja, ich verstehe. Knick, echt, fall zusammen. Mami! Er kann sprechen. Da heulen auch die Kannibalen. Guck mal, da hängt einer am Zelt. Das siehst du denn auch? Ja? Ja, tatsächlich. Komm, das Überfall. Funny. Massaker! Ich wollte schon immer mal der Killer sein. Oh, ihr zählenden Opfers. Was? Ah! Bist du deppert? Geh weg mit deiner ekligen Hand. Echt, ist das der Chef? Na, gleich nicht mehr. Da fliegen die Eingeweide. Na toll. Ich bin schmutzig. Ja. Das ist auch kein Wunder. Jetzt bin ich aber auch was kaputt. Ich glaube, wir sollten uns schlafen legen. Und dann gehen wir nochmal runter in die Höhle und testen nochmal diesen Weg da. Ne? In diesem Sinne sage ich mal wieder, danke fürs Zugucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Mock out, ne?
Bye-bye.